Vom 22. bis 25. Mai 2015 hat das Quad-Treffen Zetel knapp 700 Teilnehmer aus ganz Deutschland, Holland, Dänemark, Österreich und der Schweiz an die Nordsee gelockt. Bei idealem Wetter fand das größte nicht kommerzielle Quad-Treffen Deutschlands auf dem Zeltplatz am Mühlenberg in Marx statt. Auf die Anfänge des Treffens, das in diesem Jahr bereits zum 11. Mal stattgefunden hat, hatte sich das Team um die Bulls Quad Marx und Andy Speckels besonnen. Und so sollte das diesjährige Quad- und ATV-Treffen im hohen Norden unweit der Nordseeküste in einem betont familiären Rahmen stattfinden. Der Zuspruch war überwältigend. Auf dem Programm stand, wie in Zetel gewohnt, ein recht ordentlicher Offroad-Parcours, auf dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freudvoll austoben konnten. Darüber hinaus gab es einige neue Aktionen. Eine Schnitzeljagd konnte ein Team aus Berlin für sich entscheiden. Der Pokal für ein Zeitrennen ging in den Ruhrpott. Außerdem gab es eine Trophäe für ein Mattrennen, der in Marx geblieben ist. Beachtlich der Sieger der weitesten Anreise. 1300 Kilometer aus der Schweiz konnte kein anderer Teilnehmer überbieten. Klar, dass es in Zetel auch in diesem Jahr wieder einen separaten Parcours für die Kinder gegeben hat und natürlich eine üppig dimensionierte Durstlöschanlage, zu welcher am Samstagabend in eine Scheune zur Party geladen wurde. Wo fahrtechnisch der Hammer hängt, zeigte Stuntpilot Dr. Stefan Blank, der sein Können im Rahmen eines völlig neuen Programms und auf einem größeren Gelände zur Schau stellte. Und seine Show schlug ein wie eine Bombe. Großer Wert wird in Zetel seit jeher auf einen üppig dimensionierten Schlammbereich gelegt. Der hatte es auch in diesem Jahr einmal wieder in sich. Und das nicht allein zum Spaß. Um sportliche Lorbeeren ging es bei der Hatz um den Zeteler Mud Race Pokal und da war natürlich ganz klar, dass für dieses Rennen vorab ausgiebig geübt werden musste. Insgesamt begeisterte die 700 Teilnehmer des Quad-Treffens in Zetel 2015 vor allem die familiäre Atmosphäre. Auch dass sich die Kids den ganzen Tag frei bewegen konnten, kam gut an. Ganz auf ernsthafte Benzingespräche konzentriert, bekamen die Eltern ihre Kinder oftmals erst dann wieder zu sehen, wenn der Tank leer war. So freuen wir uns bereits auf das nächste Quad-Treffen in Zetel, das vom 13. bis 16. Mai 2016 stattfinden wird.